Willkommen zurück und zugleich zum letzten Teil vom Lernzyklus über lineare Ungleichungen. In diesem Video erwarten dich zwei spannende Realitätsbezüge. Lese dir nun die Textaufgabe leise durch und versuche sie zu lösen. Drücke dafür auf Pause. So, nun eine kurze Erklärung in eigenen Worten. Savannah ist eine Katzenliebhaberin und wohnt mit einigen Katzen in ihrer Wohnung zusammen. Jetzt ist ein neues Gesetz der Wiener Stadtverwaltung beschlossen worden. Und zwar sind pro Haushalt nur noch höchstens 12 Katzen erlaubt. Savannah möchte nicht das Gesetz brechen, jedoch weiß sie nicht, wie viele Katzen sie besitzt. Und es ist auch unmöglich, sie zu zählen. Was sie aber weiß, ist die Anzahl der Futterdosen. Sie verfüttert maximal 60 Dosen in 4 Tagen an ihre Katzen. Zwei von ihren Katzen haben eine Unverträglichkeit, erhalten somit separate Futterdosen. Wie viele Katzen besitzt Savannah? Lese dir noch einmal in Ruhe die Angabe durch und überlege anschließend, welche Ungleichung dieses Problem löst und berechne Savannahs Katzenanzahl. Mal sehen, ob du die richtigen Informationen rauslesen konntest. Hier siehst du nun alle wichtigen Informationen in Rot eingefärbt. Wir haben 4 Tage und 60 Dosen und wir wissen, dass 2 Katzen separates Futter erhalten. Die Information, dass höchstens 12 Katzen erlaubt sind, ist vorerst uninteressant. Wir bezeichnen mit klein k die Anzahl aller Katzen. Klein k ist lediglich ein anderer Buchstabe, hat jedoch dieselbe Funktion wie klein x in der Ungleichung. Aber warte, zwei der Katzen haben sozusagen einen Sonderstatus, da sie nicht beim regulären Futter mitessen. Daraus ergibt sich k minus 2 für die Anzahl aller Katzen mit jenen, die eine Unverträglichkeit haben. Daraus ergibt sich k minus 2 mal den 4 Tagen und dies muss kleiner gleich 60 Dosen Futter sein, da maximal 60 Dosen in 4 Tagen verfüttert werden. Pausiere das Video noch einmal und schreibe nun die Ungleichung an. Nun vergleichen wir unsere Ungleichung. Wenn du eine andere Ungleichung ermittelt hast, überlege noch einmal gut und spule vielleicht das Video zurück. Die richtige Ungleichung lautet, Klammer auf, k minus 2, Klammer zu, mal 4, kleiner gleich 60. Du hast die gleiche Ungleichung? Super! Versuche die Ungleichung jetzt zu lösen. Drücke dafür wieder auf Pause. Das bedeutet, der erste Schritt ist die Division durch 4. Daraus ergibt sich k minus 2 kleiner gleich 60 dividiert durch 4. Und 60 dividiert durch 4 ergibt 15. Nun noch mit 2 addieren, um minus 2 auf die rechte Seite zu bekommen. Und wir erhalten als Endgleichung k ist kleiner gleich 17. Versuche jetzt die Bedeutung der Lösung in einen Antwortsatz zu packen. Pausiere dafür das Video kurz. Der Antwortsatz könnte lauten, nehmen wir an, Savannah besitzt 17 Katzen in ihrem Haushalt, dann müsste sie laut dem neuen Gesetz 5 Katzen loswerden. Lese dir das anschließende Textbeispiel aufmerksam durch und erstelle eine passende lineare Ungleichung. Pausiere das Video. Nun rot eingefärbt sind wieder all die relevanten Informationen wie die 15 Rosen, die 3 Rosen zum selber behalten und die Anzahl der Rosen pro Frau, nämlich 4. Sei klein f definiert als die Anzahl der Frauen, die Maria beschenken möchte. Tragen wir nun die Informationen erneut in die Tabelle ein. Also, wir haben 15 Rosen insgesamt. Wir wollen wissen, wie viele klein f, also Frauen, wir beschenken können, wenn jede von ihnen je 4 Rosen bekommt. Also ergibt sich 4 mal f. Und Maria möchte sich mindestens 3 Rosen behalten. Als Schlussfolgerung gilt das Ungleichheitszeichen größer gleich, da ja gefragt ist, wie viele Frauen sie höchstens beschenken kann, ohne ihre 3 Rosen.
Pausiere das Video wieder, falls du die Ungleichung noch nicht aufgeschrieben hast. Die Ungleichung lautet 15 minus 4f größer gleich 3. Nach der ersten Äquivalenzumformung erhalten wir die Ungleichung minus 4f ist größer gleich 12. Der nächste Schritt wäre durch minus 4 zu dividieren. Aber Achtung, hierbei haben wir die besondere Ausnahme anwenden müssen. Hast du es richtig gelöst? Bei diesem Umformungsschritt haben wir durch eine negative Zahl, nämlich minus 4, dividiert. Deswegen wurde das Ungleichheitszeichen umgedreht. Also aus größer gleich wurde ein kleiner gleich. Somit ergibt sich die Ungleichung f kleiner gleich 3. Formuliere wieder einen Antwortsatz und pausiere dafür. Das bedeutet, Maria kann höchstens 3 Frauen in ihrer Familie zum Muttertag einen Rosenstrauß mit je 4 Rosen schenken. Nach dieser Videoreihe hast du gelernt, wie du lineare Ungleichungen in einer Variable umformen und lösen kannst und wie du die Lösungsmengen von linearen Ungleichungen ermitteln und grafisch auf der Zahlengerade darstellen kannst. Ich hoffe, es war interessant für dich und du konntest dabei etwas lernen. Bis bald!